Guten Abend, ich bin bloß ein Mensch. Ich spreche für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehackt. Und diese Botschaft sende ich sowas in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor man mir den Ton abstellt. Ja, fangen wir wieder an mit der dritten Montagsharmonie Klagenfurt. War ja letzte Woche schon sehr erfolgreich. Und ich habe mir jetzt gar nicht weiter Gedanken gemacht, über was wir heute alles reden. Es tut sich viel weltlich, es tut sich viel im Inneren der Menschen. Und genau, ich erkläre vielleicht mal, wenn wir sehr viele neue Leute hier haben, wie es hier ausschauen wird. Also wir haben ein offenes Mikrofon. Das heißt, jeder, der hier sprechen will, ist eingeladen, hier zu sprechen. Und genau, kann sich über diverse Themen hier unterhalten. Ganz kurz zum Namen. Montags haben wir nur Friedenswarnwache. Es sind ja schon mehrere Punkte gefallen. Was wäre besser, was wäre schöner. Wir bezeichnen uns jetzt als Montagsharmonie. Darauf haben wir uns letztes Mal geeinigt. Und danke. Und natürlich geht es um Frieden, ganz klar. Aber es geht auch um mehr. Wer da mehr wissen, einfach sich das letzte Video von der letzten Woche anschauen. Der Sean Nolan hat darüber gesprochen, was es noch braucht. Es braucht friedliche Menschen. Es braucht Menschen, die offen sind. Es braucht Menschen, die gewillt sind, sich auch mit kontroversen Themen zu beschäftigen. Ich muss in einer Demokratie nicht alles gut oder lässig finden, was jemand sagt, aber ich muss es schaffen, zuzuhören. Das muss möglich sein. Ich muss schaffen, einfach, auch wenn ich total der anderen Meinung bin, demjenigen anderen den Raum zu geben, auszusprechen und sie zu erklären. Weil oft Wörter lösen Menschen viel aus. Ein kleines Beispiel, Liebe ist ein Wort, da kann jeder was anderes drunter verstehen. Klassisches Beispiel, was ich dann immer gebe, eine Patientin ist beim Therapeuten gewesen und hat dem erklärt, was Liebe für sie immer bedeutet hat, wie sie im Schulalter war. Sie hat jemand anderen, also einem Jungen, den sie verliebt war, ganz klassisch ihre Liebe zeigen wollen. Und was hat sie gemacht? Sie ist aufgestanden und hat einem ein Watschen gegeben. Das war für sie damals der Liebesbeweis. Jetzt in der Reflexion war ja sehr wohl klar, dass das nichts mit Liebe zu tun hat, aber so wie sie es in ihrem Elternhaus erlebt hat, war das für sie Liebe. Und so ist es mit allen Begriffen, die sind belegt von Medien, von anderen, also die sind generell positiv, negativ konnotiert, wie auch immer. Und genau, ich glaube, wir werden dann, ja, machen wir nachher. Sind positiv, negativ belegt und einfach mal schauen, wenn man sich mit jemandem unterhält und man denkt, oh Gott, was denkt sie denn der für einen Blödsinn? Einfach mal schauen, was man unter dem Wort versteht und vielleicht meint der andere dasselbe, obwohl er dagegen oder dafür argumentiert, wenn man tiefer nachfragt. Genau. Soweit der Aufruf und ja, dann öffne ich schon das offene Mikrofon. Jeder, der kommen will, ist herzlichst eingeladen, hier zu sprechen. Ja, auch recht herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin der Sean und ich war letzte Woche schon da. Danke Marian fürs Organisieren. Und dass du uns dort quasi zusammengetrommelt hast. Im Hintergrund, das können diejenigen, die dann im Internet zuschauen, können die das nicht sehen, wird gerade eine große Public Viewing Station für die Fußball-WM aufgebaut. Und auch für die Fußball-WM ist vielleicht das sehr brisantes Thema gerade, was Brasilien angeht, den Austragungsort. Kann ich nur jedem empfehlen, sich ein bisschen mit dem Austragungsort und mit der damit verbundenen Politik dort zu beschäftigen. Und vielleicht halt nicht zum Public Viewing zu kommen und da die Energie und Unterstützung zu entziehen. Grundsätzlich, wie der Marian angesprochen hat, sind wir aber eigentlich da, ich sage jetzt mal so, negative Entwicklungen haben zu einer positiven Zusammenkunft geführt. Und nicht nur da natürlich, sondern in vielen Städten Österreichs und Deutschland und der Schweiz und mittlerweile Italien und Portugal und Spanien. Und was vielleicht wie eine kleine Gruppe erscheint, ist gar nicht so eine kleine Gruppe, wenn man das nämlich proportional zur Einwohnerzahl berechnet und sich die Wiener Zahlen anschaut, dann sind wir, glaube ich, sogar etwas höher. Also herzliche Gratulation an euch, die alle da sind. Ja, also der klare Auslöser war sicher, dass etwas, was wir für gegeben gehalten haben, plötzlich ganz schnell bedroht worden ist, nämlich Frieden. Und ganz schnell bedroht, weil quasi vor unserer Haustür, und die Ukraine ist unsere Haustür, wenn man denkt, dass das eigentlich eine Tagesfahrt ist, ja, und man ist in der Ukraine, das sind gar nicht so viele Stunden, da plötzlich Umwälzungen passieren, die nicht nur irgendeinen kleinen Konflikt bedeuten, sondern geostrategisch, geopolitische Umwälzungen sind und selbstverständlich in unserem tiefsten Inneren eine Angst ausgelöst haben, das darf man ganz ehrlich sagen, ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir mit dieser Angst umgehen. Ob man das in Wut oder Aggression ausarten lässt und sich einschießt auf einen Gegner, oder ob man auf harmonische, liebevolle Art zusammenkommt und sich gemeinsam überlegt, was man besser machen könnte. Und im Zuge dieser ganzen Medienkampagne und der Propagandakampagne der letzten Wochen und Monate sind wieder die altbekannten Keulen ausgepackt worden. Und unter anderem hört man immer wieder von radikalen Gruppen. Ja? Und ich möchte jetzt mal das Wort Gruppe weglassen und nur über das Wort radikal sprechen und wieso so eine große Angst vor radikaler Veränderung gibt. Radikal ist ein sehr negativ besetztes Wort. Radikal leitet sich aber von Radix ab und Radix ist die Wurzel oder der Ursprung. Wenn also jemand radikale Veränderungen fordert, und da reden wir nicht von rechts oder links, das ist etwas, was dann hinzugefügt wird, sondern wenn jemand von radikalen Veränderungen spricht, dann sollte man genauer hinhören, weil dann hat er verstanden, dass wir an die Wurzel des Problems gehen müssen. Ja? In der Wurzel müssen die Veränderungen stattfinden und nicht Reformen. Eine Reform, Re, zurück, und Form ist die Gestaltung oder Zurückgestaltung. Das bedeutet, dass wir nur herumformen in etwas, was eh schon besteht. Es geht deshalb um radikale Veränderungen, weil wenn man sich die Wurzel eines Übels anschaut, dann kann man das auch lösen. Ob das jetzt in einer seelischen Krankheit, körperlichen Krankheit, das hängt ja alles zusammen. Man muss immer die Wurzel eines Problems finden. Ne? Und die Wurzel können wir sowohl in uns selber finden, als Individuen, in unserem Verhalten. Gerade da hat die... Ich glaube, du hast das gerade vorher, habe ich gerade mitgelauscht, ein bisschen in einem Gespräch, dass jeder in seinem Umfeld bei sich selber beginnen darf. Das Wichtigste. Das ist natürlich das Wichtigste und das beeinflusst natürlich das kleinere Umfeld, den Freundeskreis, die Familie, das ganze soziale Umfeld verändert das. Ihr könnt es selbst beobachten, wenn ihr eure Gewohnheiten ändert, was plötzlich in eurer Familie, in eurem Freundeskreis passiert. Ja? Zum Beispiel, du wirst ein Vegetarier. Schaut sich einmal an, was da in der Familie passiert. Ne? Empörung und... Aber das sind nur... Also jetzt auf das große Weltbild gesehen scheinen das kleine Veränderungen zu sein. Auf unser unmittelbares Umfeld wirkt sich das aber immer aus. Ne? Das verstehe ich unter einer radikalen Veränderung, sich die Wurzel von etwas anzuschauen. Und unter anderem steht da oben am Plakat, das aufgehängt wurde, steht Fiat Money, also unser Geldsystem. Ja? Und... Ich habe ständig mit dem System oder mit Kritik oder Veränderung des Systems zu tun. Ich habe das schon also letzte Woche gesagt, wir haben die Bewegung Welcome to Freedom gegründet, Willkommen in der Freiheit. Und da geht es natürlich immer um diese Themen. Und da gibt es zwei markante Eckpunkte, die unser System formen. Das eine ist das Geldsystem, wie das Geld funktioniert. Alles dreht sich ums Geld. Und das andere ist das Rechtssystem, was alles zusammenhält. Ja? Und beides ist auf einer Wurzel der Lüge aufgebaut. Und das erkennen wir jetzt gerade, weil alles beginnt zu bröckeln, weil beides auf lügenhaften Wurzeln aufgebaut ist. Und wenn man speziell, wenn man überhaupt das System betrachtet, dann ist eine Kritik am System, macht nur so lange Spaß, bis man verstanden hat, dass das System wunderbar und toll ist. Wenn man betrachtet oder sich überlegt, aus welchem Zweck dieses System so aufgebaut wurde. Ja? Wir haben... Ein System, das nur, also das vom Geld und Profit geleitet wird und das auf ein Umverteilungssystem ist. Also es geht dabei nicht um das Wohl des Einzelnen, sondern es ist ein Umverteilungssystem. So funktioniert unser Geld. Unser Geld ist ein Schuld-Zinseszinssystem, das dazu dient, von fleißig nach reich zu verteilen. Das sind vielleicht so Slogans, aber die Zeit fehlt einfach, um jetzt in die Tiefe zu gehen. Aber mit diesen Slogans kann sich jeder, der das sieht oder hört, einfach weiter in die Tiefe mit dem beschäftigen. Ich habe schon letzte Woche gesagt, wir haben in Österreich wirklich renommiert ist vielleicht das falsche Wort, aber sicher an der größten Denker, was das Geldsystem betrifft, das ist der Professor Franz Hörmann, der sich nicht nur mit der Kritik am Geldsystem beschäftigt, sondern auch mit den Lösungen und mit seinem Infomoney eine sehr, 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 sehr betrachtenswerte Alternative überlegt hat. Sehr gut durchgedacht und wir könnten eigentlich sofort starten. Was wir brauchen, ist Information. Und das machen wir ja da. Und das ist der Aufruf an alle, das auch weiterzumachen. Es ist nur ein Teil, darüber zu sprechen, aber es ist einmal der erste und wichtigste Teil. Das bedeutet, die Informationen, die ihr aufnehmt alle und die wir alle gemeinsam aufnehmen, auch wieder weiterzutragen. Natürlich dann, wenn wir uns mit ihnen wohlfühlen. Wenn die für uns noch
fraglich sind, Verständnisschwierigkeiten haben damit oder wenn wir uns überhaupt nicht sicher sind, ob das die Wahrheit ist, dann müssen wir natürlich tiefer graben da, ja. Und vor allem unser Gefühl befragen, weil das ist der beste Indikator, ob etwas die Wahrheit ist oder nicht. Und dann natürlich einen Faktencheck machen, ja. Auch das ist ganz wichtig. Aber dann gilt es im Freundeskreis, darüber zu sprechen, ja, die Gelegenheit wahrzunehmen, die da ist und einfach so kleine Samen zu sehen, ja, um wirklich, und da kommen wir wieder zum Wort radikal, radix, um wirklich den Samen für eine neue Wurzel zu setzen, weil das ist das, was wir brauchen. Für all jene, die sagen, wir brauchen eine Reform des jetzigen Systems oder Neuwahlen, ich sage es euch ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht die Lösung. Neuwahlen würden einfach nur, wir würden das Team austauschen, ja. Und das würde nichts verändern, weil das an der Struktur nichts verändert. Und der erste Schritt ist meiner Meinung nach der Schritt in die Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung, Dankeschön. Danke. Die Eigenverantwortung deshalb, weil es beginnt bei den Grundbedürfnissen. Und wir haben uns bei unseren Grundbedürfnissen die Eigenverantwortung komplett aus der Hand nehmen lassen und sind vollkommen abhängig geworden. Und in den letzten Monaten, Jahren und am heutigen Tag also spüren wir immer mehr, dass überall sich Gruppierungen, Menschen zueinander finden, Gemeinschaften zusammenschließen, im kleinen und im größeren Kreis, um vor allem diese Abhängigkeiten wieder abzulegen und da eigenverantwortlich zu sein. Es ist überhaupt nicht so ein großes Thema, sich eigenverantwortlich zu ernähren. Allein ist es ziemlich aufwendig, ja? Aber wenn man in einer Gemeinschaft von 10, 15, 20, 100 Menschen ist, ja, und sich das ausredet, dann ist es mal ein erster Schritt, sich von diesen Abhängigkeiten zu lösen und tatsächlich in eine Eigenverantwortung zu kommen. Wenn das mal gegeben ist, dann haben wir schon ganz viel geschafft. Die Umstrukturierung kann nur von diesem zentralistischen, globalen Bild wieder auf das Regionale im Sinne von in kleinen Gemeinschaften gehen. Ja? Erstens sind das Interessenskreise. Man kennt sich, man sieht sich, man mag sich, man liebt sich oder auch nicht. Aber das ist das, wozu auch diese Treffen hier dienen, um uns kennenzulernen, um uns zu vernetzen, um Informationen auszutauschen und um auch zu schauen, was kannst du, was kann ich, wie können wir miteinander, was können wir machen, um eine Symbiose zu erreichen. Und das ist noch viel mehr als Frieden. Das ist der erste Schritt zum harmonischen Miteinander. Und deswegen gilt für mich, Frieden ist der erste gute Schritt, aber Frieden ist auch nur die Abwesenheit vom Krieg. Und das ist zu wenig. Es gibt ganz viele Länder, in denen kein Krieg herrscht und in denen es wirklich, wirklich schlimm zugeht. Und unser Land ist sicher, an der Oberfläche schaut das alles toll aus, aber dass wir eine harmonische Gesellschaft sind, das bestreite ich. Dass wir aber auf dem Weg sind, in vielen Gruppen, in vielen Teilen, das muss man auch dazu sagen. Deswegen lasst uns im Kleinen beginnen mit der Harmonisierung, ja? Aufeinander zugehen, miteinander sprechen, miteinander sein. Und jeden Montag bei der Montagsharmonie ist dazu eine gute Gelegenheit, sich zu vernetzen, auszutauschen, zusammenzusetzen, zu quatschen und die Themen zu besprechen, die einem am Herzen liegen. Das Schöne dabei ist, dass so jemand wie der Alex zum Beispiel da ist, der das filmt und andere können das dann nachsehen, die nicht die Möglichkeit gehabt haben zu kommen und vielleicht das nächste Mal auch dabei sein. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören, danke euch auch und ich lade den Nächsten ein, der gerne über Worte sprechen möchte. Danke. Wir sind auf Sendung. Ja, ich danke jedem Einzelnen, der was hierher gekommen ist, weil das zeigt von jedem Einzelnen Mut, hier zu stehen. Und trotzdem müssen wir uns eingestehen, es wären viel mehr, es wären Tausende, Hunderttausende, wenn wir nur verstehen würden, was gerade passiert, was uns verschwiegen wird und was wir hier machen. Wir wären Tausende mehr. Und ich möchte am Anfang einfach fragen, was machen wir da überhaupt? Warum sind wir da? Und da habe ich mich einfach mal informiert, was sind die Montagsdemos überhaupt? Der Lars Mehrholz hat das gegründet vor ein paar Wochen und das möchte ich kurz vorlesen, was da auf der Homepage steht. Aufruf zum friedlichen Widerstand für Frieden in Europa und auf der Welt, für eine ehrliche Presse und Auflösung der tödlichen Politik der Federal Reserve. Die Federal Reserve ist eine Privatbank, für alle, die das nicht wissen. Immer mehr Menschen erkennen, dass in Deutschland, in Österreich, in Europa global die Dinge aus dem Ruder laufen. Pauschal kann man festhalten, die Demokratie ist auf dem Rückzug und wird in immer mehr Bereichen durch eine Industriediktatur ersetzt. Eine immer kleinere Wirtschaftselite kontrolliert immer größere Teile des Globus.
Es gibt keinen Bereich, der vor ihr sicher ist. Das Bankwesen, die Wirtschaft, die Nahrungsmittelindustrie, die Massenmedien etc. Eingerahmt von totaler Überwachung. Im Moment erleben wir eine massive Hetzkampagne gegen den Russen. Das Feindbild Russland, das Feindbild Putin. Hat binnen weniger Wochen das seit dem 11. September 2001 gültige Feindbild Islam vollständig ersetzt. Was uns die Wirtschaftseliten über die Massenmedien einreden wollen, ist, dass eine bewaffnete Auseinandersetzung mit Putin schon übermorgen alternativlos sein wird. Die NATO bläst zum Angriff, 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Dritte Weltkrieg ebenfalls in Europa. Immer mehr Bürger wachen auf und gehen gegen diesen Wahnsinn auf die Straße. Wenn auch du Veränderung willst, zeige Präsenz. Lars Mehrholz. Ich selber bin der Manuel Wölscher, 26 Jahre alt, wohne da in Klagenfurt. Und ich bin in den letzten Wochen einfach draufgekommen, können wir der Politik noch trauen, können wir unseren Massenmedien noch trauen? Ich sage nein, ein klares Nein. Die Politiker machen Treffen wie das G8-Treffen, die Ukraine-Krise-Gipfel und sagen, sie sind für Frieden. Es wird über die Massenmedien gesagt, sie wollen Frieden, sie wollen Lösungen, sie wollen Verhandlungen. Aber was wird uns nicht gebracht? Es findet aktuell eine Riesenaufrüstung an der Grenze zu Russland statt. Man schaut sich Polen an, man schaut sich Estland, Lettland, Litauen an, man schaut sich Ungarn an. Es sind massenhaft Transporte von Truppen, von Panzern dorthin. Wir haben auf Klagemauer TV aufgedeckt vor ein paar Wochen. Ich komme später noch auf das, was Klagemauer TV ist. Dass durch Österreich durch hunderte Panzer gefahren sind und das zu ein neutrales Land. Und die Massenmedien haben alles verschwiegen. Und erst, wo wir aufgestanden sind, erst, wo andere Aufklärungsdienste aufgestanden sind und gesagt haben, die Beweise gebracht haben, sind die Massenmedien an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, es findet eine Übung in Ungarn statt. Für wie blöd halten die uns eigentlich? Wo gerade in der Ukraine, zwischen Ukraine und Russland, so eine Situation ist, wollen die uns weismachen, dass genau bei einem Nachbarland von der Ukraine Übungen sind. Und die haben ja gefragt, was hat Österreich damit zu tun? Wir sind immer neutral und da zeigt sich, wir sind überhaupt nicht neutral. Das ist alles Schein nach außen hin. Es möge sich jeder selber informieren, wer unsere Politiker sind. Und ich kann auch ganz klar sagen, unsere Medien berichten uns nicht die Wahrheit. Am vergangenen Wochenende hat das Bilderberger Treffen stattgefunden in Dänemark. Auf der Agenda der Konferenz ist gestanden die Lage in der Ukraine, die Weltwirtschaftskrise. Von jedem Staatstreffen, von jedem G8-Gipfel, von allem, wo sich nur irgendwas rührt auf der Welt, wird berichtet in den Massenmedien, in allen Nachrichten. Davon hat man nichts gehört. Und das, obwohl 140 internationale Staatschefs, Bankenbosse, Wirtschaftsbosse und Medienbosse dort drüben waren. Oder hat von euch irgendjemand von dem Bilderberger Treffen gehört? In der Krone-Zeitung, in der Washington Post, in der Bild-Zeitung kein Wort. Es wird einfach totgeschwiegen. Und das, obwohl über so ein wichtiges Thema gesprochen wird wie die Ukraine. Und weil die Sachen alle passiert und weil wir draufgekommen sind, wir können den Politikern nicht mehr trauen, vielen Politikern, ich sage nicht alle, wir können den meisten Medien nicht mehr trauen, haben wir einfach gesagt, wir machen selber Medien. Das machen wir seit ein paar Jahren über die ACK-Antizensurkoalition, über Klagemauer TV, die sich riesig ausbreitet momentan auf der ganzen Welt und über unsere Zeitung Stimme und Gegenstimme. Weil wir haben auch gesagt, wir lassen uns nicht mehr einschüchtern, wir gehen jetzt offensiv nach außen und reißen das ans Licht. Und Klagemauer TV machen wir momentan weltweit in über 56 Studios, in über 300 Sprachen, in 180 Ländern. Und das Besondere am Fernsehkanal ist das, da sieht man einen Iraner, da sieht man einen Amerikaner, da sieht man einen Deutschen, einen Österreicher, da sieht man einen Iraner, einen Israeli und die reden alle über das Gleiche. Das sieht man sonst nirgendwo. Und da fragt man sich, wie kann das sein? Nur aus dem einen Grund, weil weltweit Leute aufwachen und sagen, da stimmt ja irgendwas nicht mehr, was die Medien berichten, da stimmt ja irgendwas nicht mehr, was die Politik uns klar machen will. Und das Besondere bei unseren Sachen, was wir machen, ist das,
Wir leben die Strategie, die neue Welt ist ohne Geld. Und deshalb können wir das machen. Und die neue Welt ist von Herz zu Herz, von Person zu Person. Deswegen haben wir eine Zeitung herausgegeben, wo wir nicht sagen, wir drucken auf einer Stelle, so wie die zum Beispiel die Mediaprint, wo die Krone-Zeitung ist, Hunderttausende oder Millionen Ausgaben, sondern jeder selber druckt sich genau das, was er einfach finanzieren kann, wo er das Herz dafür hat und gibt selber weiter. Und so sind wir unabhängig von Geld, unabhängig von den Finanzen, unabhängig von dem, was ich eingangs schon erwähnt habe, vom Federal Reserve System. Da möge sich ja jeder selbst informieren, wer ist das, wer ist die Bank und wer sind die Familien, die dahinter sind. Weil die Familien, die hinter der Federal Reserve sind, sind auch die Familien, die hinter unseren Nationalbanken sind. Und natürlich kann man sagen, wir stehen uns da jetzt her und wir leben jetzt einfach Licht und Liebe, das würde ich auch am liebsten tun. Ich lebe selber die neue Welt, ich würde am liebsten nur das tun. Aber es gibt eine Aufgabe zu machen. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir erleben, was wir vor 100 Jahren erlebt haben, was wir beim Ersten Weltkrieg erlebt haben, beim Zweiten Weltkrieg. Weil genau die Leute, die paar Familien, die kann man auf einer Hand abzählen, die hinter unserer Politik stehen, die hinter unseren Medien stehen, sind genau die Familien, die uns in einen Ersten Weltkrieg hineingebracht haben, in einen Zweiten Weltkrieg. Und deren Plan ist es, uns einen Dritten Weltkrieg zu bescheren. Denn denen ist es egal, ob Russland oder Amerika oder die EU besser oder schlechter sind. Auf deren Plan steht ganz klar, die Weltbevölkerung von 7 Milliarden auf 500.000 zu reduzieren. Das muss man sich einfach mal hineingehen lassen. Mit dem muss man sich einfach mal konfrontieren. Und wenn wer da ist und sagt, das ist verrückt, was der spricht, man muss einfach selber nachforschen. Man muss, so wie vorher schon erwähnt worden ist, man muss selber mündig werden. Und wir sind heute da, wir haben die aktuellen Ausgaben von unserer Zeitung mitgebracht. Da arbeiten Tausende, Hunderte, Tausende Leute mit in ganz Europa, die das machen, die sich einfach einsetzen. Ich zum Beispiel schreibe selber Artikel, ich setze mich von ganzem Herzen ein, damit jetzt das ans Licht kommt, was da gemacht wird. Damit es irgendwann heißt, es sind Leute aufgestanden, denen ist es gelungen, einen dritten Weltkrieg abzuwehren. Oder wenn wir es nicht schaffen, und der dritte Weltkrieg zustande kommt, dann wenigstens das, dass die Leute sagen, sie gehen nicht mehr hin, weil sie wissen, wer dahinter steht. Und ich möchte auch sagen, es klingt vieles schlimm, aber wir sind nicht hier, dass wir sagen, steht's auf und wir möchten jetzt Gebäude und Autos abfackeln und richtig da in den Krieg ziehen. Wir machen das nicht mit Waffen, aber wir wissen, dass wenn man die Wahrheit spricht, geht Kraft aus. Und wenn ich hier jetzt da bin und die Wahrheit spricht, geht Kraft aus. Und nur so wird es gelingen. Und ich kann eins sagen, ich setze momentan auf die Stimme und Gegenstimme unserer Zeitung. Ich kenne mich ungefähr seit 10 Jahren ungefähr aus, was so läuft, was uns gebracht wird, was uns verschwiegen wird. Ich habe schon viele Dinge gesehen, gehört, aber davon bin ich überzeugt, dass das hinausgehen wird. Und ich bin auch überzeugt, dass die Montagsdemos groß werden wird, weil die Leute immer mehr konfrontiert werden über die Sachen. Wenn jetzt die Finanzkrise immer mehr kommt, wenn jetzt Frankreich bankrott geht oder sonstiges kann passieren, wird es an die Leute selber gehen. Und wenn wir jetzt schon nicht dastehen, dann muss es an die Leute gehen, damit wir aufstehen. Und nochmal, wie gesagt, wir stehen auf mit der Wahrheit, mit dem, was wir reden, mit dem, was wir ans Licht bringen und nicht mit Waffen. Ja, ich danke, dass ich da sprechen habe können. Und ich möchte einfach jeden bitten, dass er Mut hat, nachzuforschen. Im Mut hat, alternative Sachen zu lesen. Und den Mut hat, einfach mal auf sein Gefühl zu hören. Wo geht Kraft aus? Ich tue immer so, ich schaue mal in der Früh die Krone-Zeitung an oder lese ORF und dann vergleiche das, gibt es Gegenstimmen, gibt es andere Sachen. Und dann kann man schön sehen, wo führt es einen hoch, wo merkt man, das ist die Wahrheit. Und wenn wir dorthin kommen, dann sind wir ein mündiges Volk. Danke. Ja, ich freue mich auch, dass doch wieder ein bisschen mehr gekommen sind als beim letzten Mal. Ich hätte eine große Bitte. Vielleicht ist es möglich, dass wir 20 Sekunden oder 30 oder wie auch jeder möchte, an einen Menschen denken, der vor kurzem von uns gegangen ist. Ihr wisst wahrscheinlich, von wem ich spreche. Karl-Heinz Böhm ist gestorben. Ein Mensch für Menschen. Das klingt doch irrsinnig gut. Und im Prinzip ist ja das, was wir da machen, ja auch nichts anderes. Wir wollen ja etwas vom Mensch zu Mensch. Und mir der Ausspruch von Karl-Heinz Böhm sehr gut gefallen, wo er gesagt hat,
Es gibt keine erste, zweite und dritte Welt. Wir leben alle auf diesem Planeten und haben auch für diesen Planeten gemeinsam die Verantwortung. Und da ist wieder der Punkt, wo wir ja schon draufgekommen sind, dass das eigentlich das Wichtigste ist. Es kann jeder etwas tun. Ich höre nach wie vor die Sätze, ja, da kann man nichts machen, da kann man nichts tun. Die Eigenverantwortlichkeit, was kann ich in meiner Familie, in meinem kleinen Umkreis, was kann ich da ändern? Wenn man sich dem klar ist, dass man da sehr wohl was ändern kann, ob kleine oder große Veränderungen, das spielt gar keine Rolle. Dann kommt man zu einem positiven Ergebnis, davon bin ich überzeugt, sonst wäre ich nicht da. Und vielen Leuten geht es so, die sind unsicher. Die sagen, ja, okay, das ist alles zu mächtig, was da über mir ist. Die Politik, die Polizei und wer, welche Gruppierungen auch immer, die was man kritisiert immer. Aber wir brauchen nicht diese Feindbilder. Politik, Polizei, alles, was uns momentan nicht passt, als Feindbild hinzustellen. Das Wichtigste ist, dass man lernt, das auf friedlichen Weg zu machen. Der friedliche Widerstand wird dazu führen, dass der Umbruch stattfindet und dieses Elend aufhört. Und jeder, der den Mut hat, da herzukommen und sagt, okay, da möchte ich mitmachen, der hat was gemacht. Jeder, der von euch da steht, hat ja schon was gemacht. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Karl-Heinz Böhm war ein Mensch. Ich erzähle kurz eine Geschichte. Das ist aus einer Wette entstanden. Der war bei einer großen Fernsehsendung und hat damals gewettet, er glaubt nicht, dass so und so viele Menschen, damals eine D-Mark, glaube ich, war das, spenden würden eben für die Menschen unten in Äthiopien. Und aus diesem Schauspieler Karl-Heinz Böhm ist ein Mensch geworden, der sich für ein Land eingesetzt hat, das nicht vor der Haustür ist. Der sich um Probleme gekümmert hat, die nicht beim Nachbarn drüben sind, sondern die ganz weit weg sind von da, am afrikanischen Kontinent. Und der hat es auch geschafft, Traditionen aufzubrechen, die Jahrhunderte bestanden sind. Ich sage zum Beispiel nur Beschneidung von Mädchen. Der hat es gewagt, als Europäer in eine Kultur einzudringen, aber nicht mit Waffen, nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe und Harmonie und mit Frieden. Er hat auch nicht missioniert. Er hat, das Einzige, was er noch gemacht hat, war, dass er die Leute gesagt hat, macht's mit. Das ist ein herrliches Gefühl, wenn man Menschen helfen kann. Und dann würde ich jetzt bitten, vielleicht eine kurze Gedenkminute für Karl-Heinz Böhm. Von 1928 bis 2014. Danke, Karl-Heinz. So, ganz kurz fürs Video auch nochmal. Also jetzt nochmal, nächste Woche sind wir um 18 Uhr am alten Platz, genauso wie übernächste Woche. Wir werden ab nächster Woche Musik dabei haben, zumindest Gitarre und Schlagzeug ist bewilligt worden. Und genau, das heißt, wir werden hier auch zwischenzeitlich Musik haben und sind bei der Pestsäule, östlich von der Pestsäule am alten Platz. Ja, soweit, so gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Kleinen wieder zusammen. Guten Abend, ich bin bloß ein Mensch, ich sprech für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehackt und diese Botschaft sende ich so raus in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor man mir den Ton abstellt. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, nie ein Später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sagt sogar mein Geschichtelehrer. In deiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Dann will ich mich nicht in Ausreden flüchten. Und das ist der Grund, warum wir endlich aufstehen müssen, dem ins Auge sehen müssen. Es rettet uns kein großer Held. Die Helden sind wir selbst, die Revolution ist jetzt. Peace, dafür rede ich, dafür stehe ich. Peace, keine Forderung, das lebe ich. Peace, denn egal was kommt, ich zieh ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil ich nie auf meine Brüder oder Schwestern zieh. Das ist meine Botschaft für jeden, der das gerade sieht. Peace, 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 peace. Das ist meine Botschaft für Medien und Politik. Peace, 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 peace. Während Tausende da draußen kämpfen, um ihren Willen auszusprechen, hört man aus TV-Palästen,
Nicht sind sie, sind sau beschäftigt, ganz laut die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, neue Feindbilder aufzusetzen, kriegerische Hetze. Diese installierten Pressejournalisten helfen ihren Klienten, Krisen anzuzetteln. Die Berichterstattung schwächelt, Geschichte wird vergessen. Wir sind nicht bereit, für eure Ziele Kinder herzuschenken. Wir sind Menschen. Wir sind Schwestern und Brüder, und wo Hass uns hinbringen kann, kennen wir von früher. Gerade hier, gerade wir wollen nicht, dass das passiert, und für diese Haltung werden Aktivisten attackiert. Was? Man liest, was diese Schmierfinke schmieren, und sie zielen auf das Wir, das friedlich agiert. Werden diffamiert, pauschalisiert und diskreditiert. Sie nennen freie Meinung Shitstorm, der Shitstorm seid ihr. Peace, dafür reden, dafür stehen wir. Peace, keine Forderung, das leben wir. Peace, denn egal was kommt, wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern zielen. Das ist unsere Botschaft für Brüssel und Berlin. Peace, 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 peace. Die Botschaft für Moskau und Washington DC. Peace, 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 peace. Frieden ist nicht rechts, Frieden ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Peace! Doch jetzt läuft die Propagandamaschine, wenn Bataillons marschieren, sich an der Front die Panzer formieren. Mit Massenpsychologie aus ihren Gedankenfabriken, wo sie an manipulativen Taktiken schmieden. Sie ziehen auf unser Denken, unterschwellig, unumgänglich, um zu lenken, was wir von dem Russen denken. Was für ein Quatsch, Mann, das sind 140 Millionen Leute, genau so wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jenen in der Politik. Keiner will Krieg, außer Banken, die dann beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben, und Rüstungsindustrien, die an Schüssen gut verdienen. Es zählen nicht Mütter, die laut schrien, sie sind süchtig nach Profit. Und nein, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist hohl. Wir sitzen im selben Boot wie bei la Revolution. Hebt eure Hände hoch. Peace, dafür reden, dafür stehen wir. Peace, keine Forderung, das leben wir. Peace, denn egal was kommt, wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern zielen. Das ist die Botschaft für jeden einzelnen Mensch. Peace, 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 peace. Das ist unsere Botschaft für die ganze